eines der größten Jugendrechnungen in Europa, durch die beiden immer als Veranstalter zusammen mit ihren Vereinen im UFC Heidelberg organisiert. So, die gelbe Maschine ist Papa Bernd, die blau-weiß-rote Maschine ist Sohn Heiko und das war hier für sehr einiges aus dem Labrador. Als Becker, Holger Kirsten, wie gesagt, das ist der letzte Punkt, danach könntet ihr spielen. Paul Williams, als Becker, Holger Kirsten. Aber wir haben kurz noch 7-8 Minuten, dann wäre es schön, wenn ihr hier vorne seid. Wenn das klappt mit den Akkus, dann hätten wir keinen Weller. Schauen Sie sich das an, meine Damen und Herren. Zweimal 2,20 Meter was Neugeschmesser. 22,5 Kilogramm Gewicht. Der Grill ist 4,58 und Kostmotor und Kostenregler 12S 8000 mAh. Akkus eingebaut. 900 Umdrehungen, zweimal 900 Umdrehungen natürlich am Hauptmotor. Eine fantastische Fußeinschaft. Hilfe Spielservos sind möglich, um einen Anwendungsservos zu geben. 2,93. Die Tarnentscheiben sind als mit blockiert, das heißt die einzige Funktion, die wir ausgeführt werden können, ist die Funktion Pitch und die Funktion Roll. Nicken wird durch unterschiedliche Anstellwinkel der beiden Autoren berücksichtigt. Roll gleichzeitig aus die Maschine rollt und wenn wir vorne nach links, hinten nach rechts steuern, dann dreht sie um die Hochachse. Das ist dann hier funktioniert. Ich denke auch eine Rolle ziehen, das machen die alle nicht. So. Ja, jetzt zeigen Sie zweimal, schauen Sie mal, wie fantastisch die Flugeigenschaften sind dieser Maschine. Die kann man richtig durch die Luft jagen. Die sind absolut stabil, keinerlei Eigenheiten, keinerlei Unarten. Und richtig toll mitfliegen. Das wurde erst möglich, seitdem die Firma Captain mit ihrem Bavarian Wing 306 die Tandem-Firma hier veröffentlicht hat. Und auch dankenswerterweise ohne Zusatzkosten für jeden 306-Eigner zugänglich gemacht hat. Danke, Marion. Im Blasenkreis kommen die 3D-Flieger sagen, schauen wir wieder zu, oder schauen wir. Ja, früher hieß das Ding mal Nasenkreis, da schauen Sie mal. Der Bernd liegt in der Mitte für die Rettung, der Alte macht den Handel ausgerollt. Wir dürfen ruhig mal applaudieren da hinten. Das hört uns keiner vorne, die freuen sich auch, ne? Danke. Bitte. Heiko, denk an den Kühler da, ne? So, die Maschinen können auch ohne Akrobatik. Der Heiko zeigt das jetzt mal da drüben. Vorwärts rollen. Dann laufen jetzt langsam mal die Anker. Dann bremsen wir. Jetzt gehen wir rückwärts weg. Schauen wir mal. Fantastisch. Jetzt geht es auf die Nase mit der Maschine. Es geht richtig gut zu fliegen. Ich spreche der Maschine zu fliegen. Und auch die Energieeffizienz ist erstaunlich. Also mit 12 bis 8000 mAh kann man gut 10 Minuten fliegen. Man muss sich halt bedenken, wir haben hier zwei Hauptmotoren, die beide zum Auftrieb beitragen. Ja, und bei einem normalen Hubschrauber mit Heckmotor ist es so, dass zwischen 20 und 45% der Leistung auf Heckmotor gehen. Der hat ja keinen Auftrieb. Der schiebt ja nur zur Seite und beseitigt das Drehmoment der Hauptmotor. Heiko, willst du Rasen mähen? Anschleichen. Ne? Rumdrehen geht der Drittenflug geht nicht, dann läuft der Heckmotor mit der Flug.
So. Erste Maschine ist unten, ist der Berg. Die zweite kommt von der Seite. Wunderschön. Beleuchtung angeschaut. Schauen Sie mal, wir haben ganz kurz gegen die Maschinen. Und er verneigt sich doch mal unser Publikum. Vielen Dank. Heiko und Bernd Fischer aus eigener Energie mit dem Fehler 113 Labrador. So, ich sage nochmal ganz vielen Dank hier an die Scale-Piloten. Jungs, ihr seid toll. Ihr habt uns eine schöne Stunde hier gezeigt. Und wir haben jetzt noch die Scale-Slot etwa 5 Minuten. Die uns hier den TDR2 jeweils in der Speed. Version hier präsentieren werden. Wir reden hier über den Headliner-Helikopter des TDR2.